Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Ich zeig dir heute die größten Fehler, die man beim Steakgrillen machen kann und wie man sie vermeidet. Wenn du wissen willst, was man dazu wissen muss, dann bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal und vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr. Und wir legen direkt los mit einem Fehler, den man meist schon im Laden macht. Nämlich ein zu dünnes Steak kaufen. Ein dickes Steak hat den Vorteil, dass du es einfacher nachgaren lassen kannst und so auf den gewünschten Gargrad kommst, den du gerne hättest, während das bei einem dünnen Steak gerne in Stress ausartet. Deswegen gewöhn dir an, ein großes, dickes Steak zu kaufen und das dann in Tranchen zu schneiden und auf den Tisch zu stellen. So machst du es dir viel einfacher und wenn wir mal ehrlich sind, nicht jeder braucht sein eigenes Steak auf dem Teller. Da reicht es, wenn man ein großes Steak aufschneidet und das schön auf einem Holzbrett auf den Tisch stellt. Der nächste Fehler ist, wenn man Fleisch kauft, was nicht genug gereift ist. Das kannst du schon überprüfen, indem du die Fleischereifachverkäuferin einfach reindrücken lässt. Und wenn die Kuhle drin bleibt, dann ist das Fleisch auch gut gereift. Denn aus einem Esel macht man nun mal kein Rennpferd. Der nächste Fehler in der Vorbereitung ist das Pfeffern. Das solltest du auf gar keinen Fall vorher machen, denn Pfeffer verbrennt. Dann gibt's Bitterstoffe und die schmecken nicht besonders lecker. Vorher salzen ist übrigens überhaupt kein Problem. Dein Steak wird nicht trocken, sondern zieht ein bisschen die Oberflächenfeuchtigkeit zusammen und du bekommst dann eine richtig schöne Kruste auf dein Fleisch, weswegen du ruhig vorher salzen kannst. Nachdem du jetzt weißt, was es bei der Vorbereitung zu beachten gibt, kommen wir zum Grillen. Und auch hier gibt es einige Fallstricke, über die du fallen könntest, aber nach dem Video versprochen wird das nicht mehr der Fall sein. Du solltest dir auf jeden Fall einen direkten und einen indirekten Bereich einrichten. Also auf der einen Seite ist die Hitze da, auf der anderen ist sie aus. Und jetzt ist es wichtig, das Steak nicht zu früh aufzulegen, so wie wir das hier gemacht haben. Denn dann hast du kein schönes Branding, sondern das Steak gart langsam vor sich her. Sieh zu, dass der Grill auf eine ordentliche Temperatur vorgeheizt wird und wenn du dann dein Steak auf den Grill legst, sollte es direkt ein schönes Grillmuster geben bzw. ein Branding. Das sorgt dann natürlich für den Geschmack, den du schlussendlich haben möchtest. Und man sagt so, Faustregel, nach etwa 90 Sekunden kannst du das Steak um 90 Grad wenden, dann hast du auch eben dieses schöne Grillmuster drauf. Da musst du jetzt aber nicht genau die Uhr nachstellen, wenn sich das Fleisch von selber löst, dann kannst du es wunderbar und einfach mit einer Grillzange zur Seite drehen und dann halt eben auf eine neue Position legen. Sollte dein Grill nicht so viel Power haben, such dir eine neue Stelle auf dem Rost aus und leg's nicht auf dieselbe, denn der Rost ist natürlich da, wo die Energie noch voll drin ist, heißer als da, wo das Steak schon drauf gelegen hat. Und dann bekommst du halt eben so ein schönes Grillmuster auf dein Fleisch. Das macht optisch natürlich richtig schön was her. Wenn du das dann hinterher noch aufschneidest, hast außerdem ein bisschen besseren Geschmack. Dementsprechend diese Methode, das um 90 Grad zu wenden, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Es wäre jetzt aber auch nicht ganz so tragisch, wenn du es ein bisschen vergessen würdest. Nun, wenn du es perfekt haben möchtest, drehst du schon mal zwei Brenner aus, wenn das Steak noch oben drauf liegt, denn die Hitze, die reicht noch aus. Und dann legst du das Steak in den indirekten Bereich und da kannst du jetzt nachgaren. Nun zeige ich dir auch noch, wie man es am besten nicht macht und da beginnen wir ja mit dem Klassiker. Ich habe eine fiese Fleischgabel genommen und habe das Steak mit dieser Fleischgabel hin und her bewegt. Übrigens, das Steak wurde natürlich nicht entsorgt, sondern das haben wir gegessen. Der Daniel von der Odenwälder Feuerküche und ich, wir zusammen haben das Steak dann hinterher dünn aufgeschnitten und auf Brot gegessen. Dafür ging es dann noch, ja, und mit ein bisschen Barbecue-Soße war es auch okay. Also hier musste kein Steak einen unnötigen Tod sterben, auch wenn es auf dem Grill so aussieht. Auf gar keinen Fall mit einer Zange da reinstechen oder mit einer Fleischgabel, weil jetzt hast du natürlich unglaublich viele Löcher da drin und da tritt Fleischsaft aus. Und hier siehst du auch, wie schön der Pfeffer verbrannt ist. Das gibt richtig ordentlich Bitterstoffe. So schmeckst du weniger vom Fleisch, dafür halt eben mehr von dem Gewürz. Und dadurch, dass das Steak so dünn ist, braucht es natürlich dann auch nicht so lange und ist unglaublich schnell durch. Der nächste Fehler ist, das Steak mit ordentlich Bier ablöschen. Kleiner Tipp von mir, wenn du das auf dem Holzkohlegrill machst, dann wirbelst du natürlich damit Asche auf.
Und diese Asche, die sorgt dann für den typisch deutschen Grillgeschmack, verbrannte Gewürze, aufgewirbelte Asche und nicht durchgeglühter Anzünder. Ja, der nächste Fehler, den du machen kannst, ist ungeduldig sein. Das habe ich hier jetzt einfach mal so ein bisschen exemplarisch dargestellt. Das Steak tausendmal wenden, das brauchst du alles gar nicht machen, sondern einfach pro Seite, wie gesagt, diese Faustregel 90 Sekunden und dann indirekt legen. Also stressfrei grillen. Und der Daniel, der zeigt dir jetzt noch eine Sache, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Man sollte sich nämlich nicht darauf verlassen, wie das mit diesem Fingerdrucktest ist, sondern man sollte ein Thermometer verwenden. Dieser Drucktest, ich schwöre dir, das kaut nicht immer hin, weil jedes Fleisch sich anders anfühlt. Und der nächste Fehler ist, das Fleisch A zu lange garen und B von oben einstechen. Ich habe das hier mal exemplarisch dargestellt. Du kannst nämlich einfach, wenn du oben reinstichst, durchs Fleisch stechen und bekommst eine falsche Temperatur. Deswegen immer von der Seite stechen. Und der nächste Fehler beim Nachgaren ist, das Fleisch direkt oberhalb von der Hitze auf den Warmhalterost legen, weil wie du siehst, dann gart das Steak unglaublich schnell weiter und kriegt von unten natürlich dauerhaft Hitze und das wollen wir auf gar keinen Fall, sondern, wie anfangs schon erwähnt, einfach das Steak nehmen, in den indirekten Bereich legen, den Deckel schließen und warten. Ja, und dann ist es endlich soweit. Du kannst dein Steak aufschneiden und bedüm. Ja, da kannst du den nächsten Fehler machen, nämlich das Fleisch mit der Faser aufschneiden. Dann wird das Fleisch wirklich nicht gerade zart dadurch, sondern du hast unglaublich lange Fleischfasern. Deswegen achte immer darauf, dass du dein Fleisch korrekt einschneidest. Das bedeutet, du nimmst es in aller Ruhe vom Grill, dann packst es dir auf ein Holzbrett und lässt es noch einen Moment ruhen. Wenn ich sage einen Moment, dann reichen 3-4 Minuten, wenn du das schön bei 110 Grad nachgaren lässt, bei einer niedrigen Temperatur, dann 3-4 Minuten nachgaren lassen und dann aufschneiden. Aber eben nicht mit der Faser, sondern eben gegen die Faser. So hast du ganz, ganz dünne Fleischfasern und das Ganze merkst du dann hinterher auch im Mund. Du musst weniger kauen und alles ist gut. Übrigens, Fett wird beim Steak grundsätzlich mitgegart. Du musst es nicht unbedingt mit essen, aber du solltest es auf jeden Fall mit grillen, weil das gibt natürlich nochmal deutlich mehr Geschmack. Und jetzt kannst du es auch endlich pfeffern und dann kannst du dein Steak genießen, denn so sollte das Ganze aussehen. Bei maximaler Temperatur angegrillt, dann bei niedriger Temperatur nachgegart, möglichst wenig grauen Rand haben und möglichst viel von dem rosanen Stück. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, ein Gefällt mir bei Facebook. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und wenn du weitere Rezepte suchst rund um den Oberhitzegrill, dann kann ich dir unser Buch empfehlen. Schau auch gerne in die Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!